erstmal so. So, okay, jetzt sind wir dabei. So, Fähigkeiten erwerben kann ich keine, glaube ich, oder? Zumindest eine Studentenswert. Ich habe zwar 3 Punkte hier. Nachtschwalmhiebung, okay. Gut, Flugprothesenmodul, das ist jetzt mehr Fähigkeiten. Das bringt mir bestimmt auch nicht viel. Mhm. Ich hatte vor, bei jedem Tod ein Schluck Bier zu trinken. Muss schnell Bier holen. Ein Schluck Bier? Ja. Da wirst du aber heute leider verhungern müssen, verdursten. So, hier, das hier bringt mir nichts. Und dann könnte ich einen Sembo-Sprungtritt. Das ist eigentlich ganz cool, aber ich glaube, das hilft mir gegen die meisten Gegner nichts, ne? Wie ich generell das Gefühl habe, dass mir das meiste Levelzeug nichts hilft, außer vielleicht hier der Schattensturm, der sich übrigens tatsächlich wieder ganz cool anhört. Die ganze Technik des Shinobi-Stils stammt vom großen Shinobi. Persönlich einfach einen starken Schuss mit großer Reichweite und nutzt den aufgespießten Gegner als Plattform, um höher zu springen, sei wie ein jagender und steig wieder empor, wenn du deine Beute erlegt hast. Beim Schwung werden bei erstem Mühe verbraucht. Das klingt ziemlich cool, weil das ist, glaube ich, genau das, was er macht. Die ganze Zeit bei mir, aber. Ja, so egal. Wir müssen trotzdem erstmal ein paar Random-Gegner erschlagen, bevor ich hier überhaupt eh weitermachen kann. Ich wollte gerade Walten, aber das geht in diesem Spiel nicht. Wie er sich jetzt schon durch die Wand durchschlägt. Gut, okay, Hammer. Also die Mikiri-Gegner sind die bringen ja schon gut XP, sehe ich gerade, das Ganze. Ich sollte es vielleicht noch öfter machen. Das Problem ist, ich kriege die anderen Gegner nicht totgelähmt, die hier draußen rumrennen. Ich meine, hier das. Besonders die Nachtschwalbe hier, die draußen rumsteht, ist halt so, ist das so eine Klasse für sich. Und ich komme an die auch nicht rangeschlichen, ohne dass sie mich sieht, ne? Weil die guckt ja die ganze Zeit nach rechts. Die beste würde Punkt ja nicht traurig. Ich meine, ich kenne ja Maxima, aber hab ich die Domkiese-Stände noch? Funktioniert das immer noch? Ich habe nur noch 5 Keramiksplitter, weil ich die alle zwischendurch verborgen habe. Oh, ein bisschen weit hier. Genau, das hatte ich bestimmt vor. Ja, ich will eigentlich. Hä? Warum wirft er den immer nach vorne? Was soll denn das? Aua! Was hat mich jetzt getroffen? Ach, denn steht immer noch ein Bogenschütze, war? Wie er sofort weiß, dass ich da bin, das ist eigentlich voll deprimierend. Na gut, egal. Da kann mich mal der Typ. Wir wollen ja uns eigentlich auch von Uwe töten lassen, ne? Hui, alle weg. Was? Ja, in Deponia kann ich schlecht sterben, da werden deine Kopfschmerzen tatsächlich sehr minimal. So, ich will noch mal kurz weiter ein bisschen Reaktion auf meinen Mikiri-Typen. Und nicht aber, weil ich Level 4 werden möchte. Ich weiß gar nicht, was aktuell gerade das beste Farmgebiet ist. Beide Mikiri-Typen können. Macht ganz schön viel Schaden, der Typ, ne? Technisch gesehen ist das ein Mönch, oder? Hm? Wunderbar, bestimmt ist ja welche von diesen Pappwänden jetzt kaputt geht, welche nicht. Und diese Pappwände sind alle also immun gegen alles. Hey! Der Kampf gegen Mikiri Johnny fängt schon denn schlecht an.
Wenn es so losgeht. Ich glaube nämlich nicht, dass die Giftbogenschützen mir irgendwas bringen, ne? Mach mal, bis er das eh nicht trifft. Hätte. Oh, man kann das blocken. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass dieser scheiß Bogenschütze irgendwie den Typen mal hier Damage macht, ne? Nein! Genau. Das ist tatsächlich die sicherste Methode, diesen Gegnertyp tot zu kriegen, wenn er sein Giftzeug macht. Ist er angreifbar, das hätte ich mitieren können. Was? Burn hat den falschen geschützt? Offensichtlich, ja. Ich bin vor allem vergiftet, das ist wie sehr unschön. Wenn die Typen bringen jetzt gut XP ein, ne? Wenn ich jetzt hier irgendwie noch überlebe. Und die nächsten noch umbringen. Dann hört er nicht das Gift auf. Ich würde ja am liebsten, wenn ich die drei Typen da oben auf dem Dach töten könnte. Dann würde ich richtig gut dastehen. Wenn ich die jetzt hintereinander weghauen könnte. Dann brauchst du noch göttliches Konfetti. Es gibt noch diesen Unterwassergeist-Dingsbums. Den wir immer noch nicht getötet haben. Also ja, an sich bräuchte ich schon noch göttliches Konfetti. Scheiße, die kommen auf der Seite nicht hoch, wa? Ja, das ist doch eigentlich kacke. Also ich kann die Typen hier nie attentieren, egal was ich mache. Das ist eigentlich total doof. Ja, gegen die im direkten Zweikampf zu kämpfen, ist halt auch irgendwie illusionorisch, ne? Ich könnte übrigens versuchen, mal meine Lieblingswaffe, das, also ich muss jetzt sowieso, also ich versuche jetzt nochmal einmal zu leveln. Ich mach die Bikiri-Typen jetzt nochmal an und versuche ihn nochmal zu machen. Ich glaube, ich habe die Schwerttypen konnte ich doch mit Geld kaputt lamen, oder? Ich meine, der Typ ist ja eigentlich an sich auch nur ein normaler Mob, das ist ja kein besonderer. Friendly Katana. Also ich übernehme übrigens gleich nochmal den Bogenschützen-Typ. Das hat ganz gut funktioniert. Der Bogenschützen-Typ ist offensichtlich mein Freund. Oh nein, jetzt nicht beide Typen gegen mich, das ist eher schwierig jetzt. Obwohl eigentlich nicht, das sind ja immer noch Mikiri-Typen, aber. Okay, ist vielleicht doch schwierig. Also beide. Ach guck mal, das sind unterschiedliche Priester, fällt mir gerade auf. Also, Mönche. Okay, das ist riskant. Ich möchte nicht nochmal sterben. Puh. Ja, ansonsten mag ich die Bogenschützen tatsächlich nicht, hast du recht, ja. Ach, das große Problem ist, dass hier die Wand offen ist und deswegen sieht der Typ mich hier unten. Puh. Warte, müssen wir mal kurz mal wegreisen und wieder woanders hin. Ja, Hunde sind auch ganz schön. Schließlich, ja, wir haben auch noch diverse Bosse übrig, ne? Darf man auch nicht vergessen. Also wir haben noch den komischen Giftspalt-Typen, der mir übel auf den Sack geht. Wir haben... Komme ich da eigentlich jetzt überhaupt so schnell wieder hin? Ah, ich... Niemand ist von Drachen voll beschroffen, das ist ja großartig. Hirata-Anwesen. Dessen steht das Hirata-Anwesen übrigens so ganz unten. Weil es eigentlich das letzte Level ist. Bestimmt. Ich habe leider nachgelesen, wo das letzte Modul ist. Hinterm Uhu. Bin ich schon dran vorbeigerannt oder kommt's noch? Das ist eigentlich die wichtige Frage. Hör mal, die Messerwerfer waren ja nur in Sekiro so schlimm.
Ich frage mich, ob diese Art von Mönch irgendwie stärker ist. Also, der sieht ja leicht anders aus. Ja, genau. Ist schon noch vorbei, aber wir könnten noch hinkommen für die Vergangenheit. Ne, ich habe bis jetzt diese dunkle. Ich habe diese Pesthülle. Siehst du, ich muss in diese Pesthülle mal wieder gehen. Siehst du, das kann ich noch machen, bevor ich gegen die EU kämpfe. So, mein lieber Bogenschütze, tu was für mich! Guck mal, was für schön glänzende Augen er hat. Jetzt habe ich meinen eigenen Bogenschütze vergiftet. Junge, Junge, macht er viel Gift. Wenn diese komischen Wichser nicht blocken. Erheblich einfacher, muss ich sagen. Yay, tausend von Gold. Und ich musste nicht mal den Zen-Wurf missbrauchen, was ich eigentlich vorhatte übrigens. Ich wollte die Gegner jetzt eigentlich alle mit Zen-Wurf umhauen. So, egal, wir wollen nochmal zurück in die Höhlen. Ist mir gerade ein bisschen sehr spät eingefallen. Und, Aschina Burg, warte mal, wann das? Also, ich sehe den Schrein der großen Schlange, da gibt es auch noch einen Typ, aber das, gegen den Typen hat das Geldwerfen ja leider überhaupt nicht funktioniert. Aber hier, warte mal. Probieren wir das mal. Genau, der Doktor. Gut, dass wir an die nochmal gedacht haben. Bei den Tiefen habe ich. Oh, kann ich mir nicht noch was kaufen? Ich habe gerade 1500 Kohle bei. Was hat der denn noch so? Der hat noch Kügelchen im Angebot, das Kontaktmedizin. Die wäre tatsächlich nicht schlecht. Ich glaube, die nehme ich einfach mal alle, weil die kostet so gut wie nichts. Maskenfragment Drache. Ein Fragment der alten Maske eines Tänzers. Mögen die verstehen. Ich weiß gar nicht, wie viel Dinge sich mittlerweile, Maskenfragmente ich mittlerweile habe. Ich weiß gar nicht, wo liegen die überhaupt rum. Also ich weiß noch nicht, was richtig, was die Maske bringt, ne? Ring der Unzufriedenheit. Ein alter Ring für zarte Finger. Eisvogel wurde eingraviert. Jo. Relikt großer Shinobi. Mittlerweile ganz schön viele, ne? Der Bulle war eine wütende Bestie, nicht mehr als letztes. Ich glaube, sich leicht nach der Aschner-Sommerheit. Was muss getan werden? Nur ein Meister des Aschner-Stils darf das Dojo der Burg betreten. Ishin kommt manchmal her, um seine Schüler auf Trab zu halten. Mhm. Tomeos Notizen. Handschriften. Wie zeigt der denn? Gut, Massenfragment rechts habe ich. Ich dachte, ich hätte das links auch schon gekauft. Muss ich mich vor allen Dingen erinnern, wo es das links gab. Egal. Gehen wir erstmal in den Keller und hauen hier, reden wir mit dem Arzt. Der irgendwie die Seele seines Meisters in seinem Kopf hat. Oder irgendwie so. Der Arzt ist weg. Hier ist die falsche Höhle, oder? Genau, das ist die falsche Höhle. Oder? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das hier war, wo der Arzt war. Das war nicht, glaube ich, hier, oder? Kommt zumindest so vor. Nö. Macht immer noch ziemlich viel Schaden, muss ich sagen. Also immer noch Hälfte AP, ne? Hey, die droppen Beruhigungsmittel in Massen. Das ist ja auch nicht schlecht. Der Arzt war eigentlich hier. Jetzt da unten irgendwo? Da unten waren eigentlich nur die Insekten, oder?
Nee, hier unten war nix. Wo ist denn der gute Doc hin? Ich habe auf jeden Fall unten noch einen Schatz übersehen, sehe ich gerade. Fest draufpassen. Ach, schon wieder das Suizidzeug schon wieder. Aber kann ich hier mit einem Stein reden? Lesen? Bröckelndes Opfertum. Hier liegen die Vasallen des Ashina-Clans, hingerichtet nach der großen Revolution. Mögen ihre Seelen ruhen. Nett. Ich habe diesen Gang übrigens beim letzten Mal anscheinend übersehen. Na gut, dass wir doch den versucht haben, den Doc zu finden. Bist du in der Vergangenheit? Nein, bin ich nicht. Ich bin in der Gegenwart. Aber ich war in diesen Höhlen das letzte Mal noch nicht. Doch, ich glaube, ich war in diesen Höhlen schon, aber ich bin jetzt halt auf der anderen Seite. Wo, ich war hier eventuell noch nicht. Also das Ding ist, ich bin ja gerade wo abgebogen, wo ich vorher noch nicht war. Und jetzt bin ich irgendwie hier. Wenn jetzt hier gleich irgendwie ein Boss-Mob, wenn jetzt gleich irgendwie ein Boss-Mob in die Ecke kommt, wäre das hier nicht überraschend, aber ich dachte bis eben, dass das die Höhle, wo ich diesen einen komischen Konfetti-Priester umgehauen habe. Den ich schon kannte. Weil das sieht hier so nach Arena aus, nur dass hier schon alles tot ist. Also, ne? Also ich dachte, das war hier. Wenn da oben gleich der Wegpunkt ist, dann ist es hier. Ach, das glaube ich. Ich glaube, ich habe gerade irgendwo ein blaues Leuchten gesehen. Genau, hier ist es. Genau, hier habe ich den Konfetti-Priester umgehauen. Interessant zu wissen, dass es dann direkt einen Durchgang zu gibt. Na gut, dann versuchen wir nochmal. Das Ding ist, ich habe diese verlassene Vertiefung bis hier zwei Punkte erkundet. Das kann doch nicht alles sein, oder? Das muss doch noch mehr geben. Aber andererseits konnte ich mit Tauchen auch nichts in diesen einen Durchgang finden. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie... Der Doc ist irgendwie auch nicht mehr da, der hier mal gewohnt hat. Nee, da gehen wir nochmal in die Richtung. Ich habe mich doch nicht getäuscht, der war da... Das Gute immerhin ist, das ist, die sind aber aggressiv. Wenn ich gerade sagen, das Schöne ist, die... Also, erfahrungstechnisch ist das natürlich absoluter Murks, was ich hier mache, aber das tankt mein anderes Zeug auf. Ich meine, den Schaden, den die machen, ist halt minimal und ich kann damit halt meinen... Ja, nochmal fest drauf haben. Interessant, dass die Zombies, dass die Selbstmedizin droppen, wo auch immer die übrigens gut ist. Also außer, dass du... Gut, du kannst mit der Selbstmedizin kannst du halt sicher triggern, dass du welche Gegner von hinten angreifen kannst. Der Doc war hier vorher. Aber lagen hier vorher zwei Leichen? Ich gehe mal in die Richtung. Aber ich meine, der war hier vorher schon. Das... schon ewig nicht mehr getaucht. Da war das lustige. Rechter Trigger. Ah, das ist der rechte Trigger. Ja, doch, hier war ich schon. Doch. Ich glaube übrigens auch nicht, dass ich in diesen Orten in die Vergangenheit gehen kann. Da unten sind noch welche lustigen Fische, aber die hatten wir alle schon. Ich habe hier unten ja eigentlich kein Business, ne? Ich bin jetzt wieder diesen... Nein, aua. Ich bin jetzt wieder diesen einen komischen Gang. Warum habe ich die Arme... Die Fische bringen übrigens nur... bringen einen Erfahrungspunkt mehr als die anderen Viecher. Gibt es hier noch welche tiefen Höhlentauchereien? Ich glaube eher das nicht. Hier sind wieder die Typen. Die kennen wir ja schon. Haha. Nein, da lagen keine zwei Leichen. Ah ja. Ja, aber das Ding ist halt... Der wird sich aber nicht einfach so umgebracht haben, oder? Das ist so, so ohne Kommentar. Da lag ja nicht mal irgendwas, was man anklicken konnte. Okay, gut, wir haben ihn gefunden. Um mal die Frage zu beantworten. Hm.
Ach so, einer ist er. Das ist natürlich jetzt anstrengend. Aua, WTF. Da geht übrigens mein Geld. Au, was? Warum treffe ich denn das alles? Alter. Das Wasser irgendwie. Oh, ich kann im Wasser was trinken. Das Feuer war die wesentlich bessere Idee. Kann ich da durchtreffen? Oh, ich kann tatsächlich da durchtreffen. Das ist ja praktisch. Also ich suche immer nach neuen Möglichkeiten rumzulamen, ne? Na fuck. Wir haben ihn wieder gefunden. Ja, zwei sind halt ein bisschen ärgerlich, ne? Ich würde halt ihn gerne als erstes umhauen, weil er hat keine zwei Lebenspunkte-Balken. Den anderen kann ich dann vielleicht mit meiner hohen Kunst des Parryns. Das ist halt scheiße hier so. Hm, ob ich irgendwie kaputt lamen kann? Ich habe jetzt leider keine Lebenspunkte. Dingens mehr, das macht natürlich ein bisschen. Oh nein, das ist so behindert. Scheiß Grabs in diesem Spiel, also wirklich. Ach man, das ist denn das? Ach, das ist doch schon wieder unfair. Dann läuft der Bot doppelt. Ja, du hast vollkommen recht. Tut er. Aber nur einer zählt. Oder? Ja, nur der erzählt. Ach, das ist doch scheiße. Habe ich jetzt wissen. Ich hab natürlich wieder keine göttliche Hingabe gekriegt. Natürlich nicht. Wenn man einmal mit 1500 Geld rumrennt, kriegt man natürlich keine Hingabe. Weißt du? Sonst immer, aber hier natürlich nicht. Okay, gut. Ich glaube, wenn ich den Typen anfackel, habe ich wesentlich bessere Chancen. Also, das ist zumindest mal einen neuen Gegner, die wir machen können. Mann, hallo. Oh, jetzt fahre ich da runter. Mann. Ich glaube, zum Wasser kommt relativ. Also, das ist ein bisschen. Das ist leider ein bisschen. Ach, wir können uns aber hier teleportieren. Warte mal. Dann nehme ich mal, glaube ich, mal lieber dieses Ding hier. Das, glaube ich, wesentlich einfacher, als wenn ich jedes Mal durch einen halben Keller renne. So, das müsste ja eigentlich hier gleich da vorne sein, oder? Ah, ist denn auch hier. Okay, kann ich mich an die Bande irgendwie ranschleichen? Das wäre natürlich noch schöner. Ja, das sieht ja nicht so aus. Kommt sich hier irgendwie? Nee. Obwohl, warte mal. Nee. Ja, ich habe gerade irgendwelche Fische auf mich aufmerksam gemacht. Das wollte ich auch wieder nicht. Ach man, fickt euch, ihr komischen Fische. Mit euch habe ich gerade echt nichts zu tun. Also wirklich. Ja, brennt nicht immer. Ey, das ist doch so scheiße. Hallo? Ich habe diesen Mönchgegner gehasst, ne? Aber ich könnte aber hier hochspringen, sehe ich gerade. Die Kante wird ja. Die Kante wird es ja wohl nicht umsonst geben, oder? Echt jetzt. Das ist halt so ein behinderter Samurai-Gegner, ne? Das macht's halt nicht. Die waren noch nie besonders angenehm. Gerade habe ich es eigentlich. Na, jetzt habe ich es nicht mehr getrennt. Obwohl, er nimmt eigentlich ganz gut Schaden. Jetzt habe ich ihn auch angesteckt. Das wollte ich zwar nicht, aber.
Ist übrigens nicht gesagt, nur weil ich... Das ist so ein bisschen das Optimum, beide anzustecken. Ja klar, trifft er mich. Hey, hey! Wie hat mich das bitte schon gerade getroffen? Das ist eine Frechheit! Wie kann mich das treffen? Ich war ewig weit weg, also wirklich. Na scheiße, bin ich wieder unterfallen, ne? Das wollte ich wieder rum. An sich wäre es klüger, mich jetzt sterben zu lassen, aber... Oh Mann, ey! Warum haben eigentlich alle Gegner in diesen Spielen tausendmal längeres Schwert? Das ist halt echt nervig. Den roten Klumpen der Gelehrten hat er gedroppt. Warte mal, kann ich jetzt nicht einfach wegschwimmen? Moment mal. Jetzt ist ja nur noch ein Gegner, ne? Ich hoffe einmal, dass er nicht respawnt übrigens. So, jetzt kann ich mich doch bestimmt hoch an ihn ranschleichen, oder? Weil ich meine, der hat ja... kann man die Rotaugen übernehmen? Ich fürchte nicht. Also du kannst sowieso keine Leute übernehmen, wenn du die nicht, wenn du die dich nicht an die ranschleichst. Irgendwas sagt mir, dass ich glaube, dass der ist halt gleich. Ja klar. Ja klar! Aus welcher Entfernung er mich halt mit nichts trifft, also wirklich. Scheiß Zombie hier. Oh ja, ich mach mal kurz meine ganze Stance weg, weil das kann ich halt. Weil ich, und ich bin auch nicht. Hallo. Das liegt natürlich auch total scheiße, glaube ich. Damit ich am besten kein Gold euch verlieren kann, nur ein bisschen Erfahrungspunkte. Ich merke gerade so, wenn ich einfach auf die Typen einschlage. Der kann eigentlich an sich nichts, oder? Also außer... Hallo, was ist denn das schon wieder? Na gut. Ich hoffe mal, der Schüler kommt nicht wieder, aber wahrscheinlich schon. Das sehen wir ja gleich. Hä, ich bin instant im Kampf. Was ist das denn? Ich glaube, er ist tot, oder? Also er bleibt tot. Hä?
Ich kann mich daran nicht festhalten, in dieser Scheißkante, ne? Na gut, das ist aber nur noch er alleine. Das könnten wir wahrscheinlich schon eher schaffen. Oder? Nö, der Ding ist tot. Okay. Aber nicht ein Parry bei, ne? Hallo. Ach, ja klar. Hey! Was ist denn das für eine. Was ist denn das schon für eine Scheiße? Also, wie der mich teilweise blockt, ne? Hey! Mann, was ist denn das? Ja, klar. Hey! Haben wir es gleich mal? Roter Klumpen. Ein wunderroter Klumpen aus dem Körper des rotäugigen Jinnazemons. Verleiht beim Tatsächlich rote Augen, reduziert den Zurückweichen bei verdächtigen Angriffen, aber Auferstehung kann nicht benutzt werden. Die rote Masse vergeht nicht, auch wenn sie keinen Schaden richtet, bleibt sie wohl für immer im Magen, auch wenn die Wirkung endet. Mhm. Na gut, hat uns an sich jetzt aber gar nicht mal so viel gebracht. Wir sind nicht so richtig, was der rote Klumpen des Gelehrten macht. Ob das jetzt einfach nur dauerhaft diesen Effekt macht. Aber ich meine, rote Klumpen haben wir ja schon öfter gefunden. Falls ein roter Knoster ist, die Überreste einer Person, die sich ihre Wünsche nicht erfüllen konnte, fühlt sich warm an. Sie posiert sanft. Ein roter, runder Klumpen aus dem Körper des rotäugigen Dojons. Verleiht beim Verzehr für rote Augen, kritisiert das zurück. Dosaku und Dojon waren ein typischer Meister- und Schülergespann. Auf der Suche nach den Idealbe musste man oft nur ins Innere blicken. Mhm. Na gut, okay, das haben wir jetzt. Schön.